Auf dem Grund des Schwimmerbeckens im Ostbad lag heute früh ein kleiner Schatz. Bei 8 Grad Außen- und 16 Grad Wassertemperatur sprang Ralf Günther ins kühle Nass, um ihn zu bergen. Beim Auftauchen deckte er ein gut gehütetes Geheimnis auf. Die neue Sportschwimmhalle in Lobeda West wird Schwimmparadies Jena heißen. Damit hat sich der Namensvorschlag der Bürgerinitiative Schwimmhalle in Jena bei der vorausgegangenen Online-Abstimmung durchgesetzt. Die Bürgerinitiative, der auch Ralf Günther angehört, hat sich seit etwa 10 Jahren für den Bau einer neuen Schwimmhalle eingesetzt. Auch an der eigentlichen Planung für den Neubau in Lobeda war sie beteiligt. Also wir als Bürgerinitiative sind sehr, sehr glücklich, dass alle unsere Wünsche mit der neuen Sportschwimmhalle erfüllt worden sind und wir alles einbringen konnten, was möglich ist in diesem Platzbedarf, der zur Verfügung steht. Jena hat nun mal nicht die große bunte Auswahl an Fläche für Schwimmhallen. Und wir haben aus der kleinsten Fläche das Optimalste, was überhaupt geht, herausbekommen. Und damit können wir in der Schwimmhalle oder in der Jena Bäderlandschaft alles das abbilden, was wassersporttechnisch möglich ist in Schwimmhallen. Im Anschluss an den kleinen Tauchgang gewährte Bäderchefin Susanne Zetzmann einen Einblick in die weiteren Planungen. So soll im Schwimmparadies Jena Anfang Juli zunächst im kleinen Kreis das Ende der Bauarbeiten gefeiert werden. Dann wird die Schwimmhalle nach und nach auch für die Allgemeinheit eröffnet. Bis es soweit ist, müssen noch einige Aufgaben erledigt werden. Momentan sind es tatsächlich viele Reinigungsarbeiten. Wir haben noch ein paar Elektroinstallationen, also Lampen werden gerade noch über dem großen Becken installiert. Und die Umkleideschränke fehlen noch. Das ist tatsächlich noch elementar. Da hoffen wir, dass das alles pünktlich fertig wird. Und dann sind es wirklich so Feinarbeiten. Also das Becken ist schon gefüllt, es ist auch schon in Betrieb. Dort könnte man theoretisch schon reinspringen, aber es ist noch nicht freigegeben. Das heißt, auch das ist ein wichtiger Punkt. Die ganzen Freigaben laufen jetzt noch, TÜV-Prüfungen. Das Gesundheitsamt muss das Becken freigeben. Ja, und dann werden wir so die ersten Tests starten. Einen genauen Termin für die Eröffnung wollen die Verantwortlichen zeitnah mitteilen. Bei der Bürgerinitiative ist die Vorfreude schon jetzt groß. Schließlich hat sie 10 Jahre lang darauf hingearbeitet.